Frau Präsidentin, liebe Kollegen, Uriah, mal zu den Fakten zurück. Absichtlich Zelte in Brand gesteckt durch Bewohner des Lagers. Die Feuerwehr am Löschen gehindert durch Bewohner des Lagers. Straßen blockiert, Polizisten mit Steinen beworfen durch Bewohner des Lagers. Der Vizechef des Zivilschutzes auf Lesbos sagt wörtlich im griechischen Fernsehen, es war vorsätzlich, die Zelte waren leer. Zitat Ende. Noch in der Brandnacht zogen etwa 4000 gewalttätige illegale Migranten über die Insel Lesbos. Linksgrüne Fake News dagegen in Deutschland. Die lebensgefährliche Straftat der Brandstiftung verharmlost die ARD-Tagesschau. Von verzweifelten Protesten ist die Rede. Über Jahre hinweg immer wieder Gewalttaten von Bewohnern der Lager in Moria auf Lesbos. Zahlreiche Kirchen auf Lesbos geschändet, in Deutschland verschwiegen. Der FDP-Kollege Kuhle sprach im Februar von, ich zitiere, kriminellen Banden, die über die Insel ziehen, Zitat Ende. Gewalttätigen Banden von Migranten, bewaffnet mit Eisenstangen und Macheten. 13.000 leere Stühle standen am Montag hier vor dem Reichstag, eine Inszenierung zwischen Leni Riefenstahl und Soldatenfriedhof. In der übernächsten Nacht brannte Moria. 13.000 Stühle, auch für Brandstifter. Ein Angriff auf die Würde des Bundestages kann viele Gesichter haben. Humanitäre Hilfe für Kinder ist das eine, Unterstützung von kriminellen Brandstiftern und Terroristen das andere. Hilfe für Menschen vor Ort und vor allem in ihren Heimatländern ist sinnvoll. Illegale Einwanderung in ferne Länder ist es nicht und niemals. 16 CDU-Abgeordnete fordern aktuell die Aufnahme von Migranten aus dem abgebrannten Lager. Das ist nichts Neues. Im April haben bereits 50 CDU-Abgeordnete die Aufnahme von Kindern aus Moria gefordert. Die wenigen Kinder, die nach solchen Aufrufen kamen, sie trugen teils schon Bärte. Linksgrüne Lügen. Im März an der griechisch-türkischen Grenze. Griechische Polizisten angeblich haben sie auf Flüchtlinge geschossen. Eine Lüge. Eine erbärmliche Verschwörungstheorie gegen das griechische Volk. Ständig wird sie auch von Medien verbreitet. Die AfD-Fraktion steht an der Seite der Griechen und Griechenlands. Es gibt kein Menschenrecht auf Migration. Es gibt kein Menschenrecht auf illegale Einwanderung. Aber es gibt das Recht, das eigene Land zu verlassen. Und davon wollen Sie von der linken SED ablenken. Sie haben hier in Deutschland Menschen erschießen lassen, die genau dieses Recht wahrnehmen wollten. Davon wollen Sie ablenken in Ihrem Antrag voller sozialistischer Heuchelei und in Reden wie die Pharisäer im Neuen Testament. Schämen Sie sich, nie wieder Sozialismus. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Frank Schwabe das Wort.